weiter. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buggy und Mixi, Buddel und Bob, Peppo und Bendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buschel und Feder sind stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Endlich alles aufgeladen. So, Bob, wir fahren los und stellen das neue Verkehrsschild an der Straßenkreuzung auf. Okay, Wendy. Fertig, Heppo? Du auch, Mixi? Können wir es aufstellen? Juhu, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Also, los geht's! Wiedersehen. Hey, Bob, was machen wir denn heute? Weißt du, Buddel, ich brauche deine Hilfe, um ein neues Vordach an Frau Breitenbachs Haus anzubringen. Aber erstmal müssen wir auf Rumpel warten. Er wird gleich kommen und den Haufen Schotter hier abholen. Links, vorwärts. Da ist er ja schon. Und, hey, Rumpel und Knolle stehen zu deinen Diensten. Hallo, Knolle. Hallo. Tag, Rumpel. Was machen wir für einen Job, Bob? Nun, Bauer Gurke braucht diesen Schotter, um seinen Hof neu damit zu belegen. Buggy hilft euch, ihn auf den Hänger zu laden und Rumpel wird ihn dann auf den Bauernhof fahren. Oh, das ist schon alles? Nicht gerade sehr aufregend, oder? Wie sieht's aus, Buggy? Kann ich dir die Verantwortung überlassen? Buddel und ich müssen zu Frau Breitenbach. Kein Problem, Bob. Bewegung, Bewegung, macht schon! So, mal sehen. Im Plan ist genau eingezeichnet, wo wir das Verkehrsschild aufstellen müssen. Und zwar hier. Prima! Ach, Wendy, wie weit soll das Schild denn aus der Erde ragen? Wir brauchten deinen Kran, um das auszumessen, Heppo. Oh, okay, Wendy. Gut, das ist die richtige Höhe, Heppo. Oh, wow, das ist ja ganz schön hoch. Okay, dann fangen wir mal an zu graben. Ich hab die Nase voll davon. Hey, Mixis Fußball. Passt auf, jetzt schieße ich ein Tor. Ups. Sieh mal, was du gemacht hast, Knolle. Oh, Mixi wird bestimmt durchdrehen, wenn sie mag, dass ihr Fußball weg ist. Wie sollen wir den da wieder runterkriegen? Am besten warten wir, bis Bob wieder da ist. Ich weiß was. Wartet da. So, das Material hätten wir, Frau Breitenbach. Jetzt schnappe ich mir nur noch meinen Werkzeugkasten und dann geht's los. Oh, das ist sehr gut. Also, das müsste tief genug sein. Das Rohr schlagen wir mit dem Vorschlaghammer in den Boden, dann stecken wir das Schild rein und es steht. Alles zurücktreten! Der Vorschlaghammer tritt in Aktion! Jetzt passt mal auf! Klasse! Das war gar nicht komisch. Ist nicht langsam eine Mittagspause? Ich hab schon Hunger. Nein, Knolle. Rumpel muss erst den Schotter zum Bauernhof bringen. Oh, muss das wirklich sein? Dazu bin ich viel zu schwach. Ich muss was essen. Komm schon, Knolle. Noch ein bisschen runter, Heppo. Noch ein bisschen. So ist es gut. Na, was sagst du? Wie sieht's aus, Mixi? Es steht noch etwas schief. So, und wie ist es jetzt? Sehr gut. Aber irgendwas stimmt da noch nicht, Wendy. Was? Oh.
von mir. Es zeigt ja in die falsche Richtung. Oh, Bob, das Vordach ist ganz wundervoll geworden. Wirklich nett, dass Sie das gleich gemacht haben. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Ich habe hier zwei selbstgemachte Apfelkuchen, mit denen möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Einen für Sie und einen für Wendy. Oh, vielen Dank. Naja, Sie sind vielleicht ein bisschen zu lange im Ofen gewesen, aber mit heißer Vanillesoße schmecken Sie bestimmt gut. Nochmals vielen Dank, Frau Breitenbach. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ach du große Gütebuddel, ich glaube, Frau Breitenbach hat beim Backen Beton und Kuchenteig miteinander verwechselt. Oh, Bob, ich bin ja so begeistert von dem Dach. Wissen Sie was? Warum bleiben Sie nicht noch zum Tee und wir essen ein paar Plätzchen? Die habe ich auch selbst gebacken. Oh, nein, vielen Dank, Frau Breitenbach. Ich habe, sehr, sehr viel zu tun heute. Ich muss jetzt unbedingt los und, sehen, wie Wendy vorankommt. Wiedersehen! Oh, bis bald, Bob, und haben Sie vielen Dank. Gemacht, Heppo. Und das gilt ebenso für dich, Mixi. Ihr habt wie immer prima Arbeit geleistet, ihr beide. Nun mach schon, Rumpel. Fahr schneller, schneller. Ich kann nicht schneller fahren. Der Anhänger ist ganz schön schwer. Ich weiß, Rumpel. Ich mach den Anhänger mal einen Augenblick los, dann kannst du dich ausruhen. Yeah. Nein, Knolle, nicht! Siehst du, Rumpel, jetzt kannst du dich... Ach, herrje! Oh, nein! Pass auf, halt dich fest, Knolle! Hilfe! Hilfe! Oh nein! Yeah! Hola! Hallo alle zusammen! Hey, Bob! Schau dir mal unser Verkehrsschild an! Sieht wirklich sehr gut aus, Mixi! Hallo, Bob! Alles klar, Mixi. Du und Heppo, ihr könnt jetzt zurückfahren. Ich werde dann später mit Buddel nachkommen. Oh, okay, Wendy. Wiedersehen. Bis nachher dann, Bob. Wiedersehen! Ich habe ein Geschenk für dich bekommen, Wendy. Oh, von wem denn, Bob? Von Frau Breitenbach. Einen Apfelkuchen. Er ist nur ein bisschen zu lange gebacken. Ja, allerdings. Hilfe! Was war denn das? Hörte sich ganz nach Knolle an. Oh nein! Passt auf! Das ist Knolle! Und zwar im Anhänger von Rumpel. Ja, geht aus dem Weg! Er fährt direkt auf das Verkehrsschild zu. Schnell, Wendy, nimm einen der Kuchen. Oh, ich verstehe. Und? Fertig, Wendy. Eins, zwei, drei. Oh, was du schnöde Welt! Oh! Alles in Ordnung, Knolle? Ja, mir geht's gut und ich hatte nicht das kleinste bisschen Angst. Wie ist das passiert? Knolle hat versucht, Rumpel zu helfen. Er war so müde und erledigt und da habe ich seinen Anhänger abgehängt. Das war doch sehr nett. Naja, aber ich war gerade oben auf einem Hügel. Jetzt verstehe ich. Aber naja, zum Glück ist nichts passiert. Hey, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt nach Haus fahren zum Mittagessen? Oh, hast du gerade Mittagessen gesagt? Ich komme um vor Hunger. Hat jemand zufällig was zu essen da? Haha, wie wär's hiermit? Mit ein bisschen Vanillesoße schmeckt er ganz prima. Oh,